Ich glaube, ich nehme an, dass Herr Magath jetzt nicht unbedingt für Herrn Scholz gestimmt hat. Sie dürfen mir aber jederzeit widersprechen, Herr Magath. Herr Falk, ich bin gut erzogen. Ich würde nie wagen, Ihnen zu widersprechen. Aber bleiben wir beim Thema Rot. Wir waren bei Uli Hoeneß. Ich habe ein bisschen provokant die Würstel angesprochen. Natürlich mit einem gewissen Hintergrund. Uli Hoeneß und Sie, ich glaube, ich habe das Gefühl, Sie werden jetzt keine Freunde mehr in diesem Leben. Also es ist sehr unwahrscheinlich, denn wir begegnen uns ja kaum. Aber wenn Sie auf das Verhältnis Uli Hoeneß abzielen, muss ich Ihnen sagen, ich akzeptiere, wie gesagt, jeden Menschen so, wie er ist. Auch natürlich Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hat aus meiner Sicht eine andere Interessenslage im Fußballgeschäft, als ich es habe. Interessen. Ich habe keine, wie immer unterstellt wurde, Macht- oder Geldgelüste. Das ist eher dann bei Uli Hoeneß zu suchen. Denn es ist immer lächerlich gewesen, wenn mir unterstellt wurde, ich suche Macht. Wenn ich Macht gesucht hätte, dann wäre ich nie, im Grunde jetzt überspitzt gesagt, jedes Jahr woanders hingewechselt. Denn Sie werden keine Macht bekommen, wenn Sie jedes Jahr den Standort wechseln und sich jedes Jahr mit einer neuen Umgebung, jedes Jahr oder fast jedes Jahr mit neuen Menschen zusammentun müssen und mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Da werden Sie nie Macht bekommen. Tja, wobei Sie bei Bayern natürlich sehr erfolgreich gearbeitet haben. Sie haben als erster und offenbar auch einziger Trainer bisher das Double gewonnen und verteidigt, wurden aber trotzdem in der Folgesaison entlassen. Ist es denn richtig, dass Sie von Ihrer Entlassung aus dem Radio gehört haben, wo Sie mit Ihrer Familie gerade unterwegs waren? Ja, Sie müssen wissen, beim FC Bayern ist natürlich immer ein sehr guter Druck und es ist immer, oder nicht immer, aber es ist oft halt hektisch und so war es an dem Tag anscheinend auch, sodass ich zuerst ja aus dem Radio erfahren habe, dass ich wohl kein Bayern-Trainer mehr bin. Aber das wurde dann sofort oder bald dann von ja, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nachgeholt. Gut, ich glaube, eine Aussprache meines Wissens gab es von Ihnen, Uli Hoeneß, dann nie nach der Entlassung? Ja, wir brauchen uns nie aussprechen. Nochmal, Uli Hoeneß. Und wie gesagt, das ist natürlich, wie soll denn das irgendjemand in Abrede stellen, dass Uli Hoeneß den FC Bayern München, wie er da ist, gebaut hat. Er war 35 Jahre oder wie lange er Chef beim FC Bayern war. Natürlich hat er den FC Bayern gemacht und er hat ihn halt zu dem mächtigsten Verein, vielleicht, ich weiß es nicht, in der Welt oder jedenfalls in Deutschland gemacht. Und er hat viele Dinge bestimmt und viele Dinge muss man auch ihm halt zurechnen, die im Fußball hier passiert sind. Insofern, er hat aus seinen Möglichkeiten, aus seiner Ansicht, das, denke ich mal, Maximale gemacht. Aber dass Uli Hoeneß halt nicht nur, sagen wir mal, wenn ich diese Einschränkung machen soll, sportlich gedacht hat, das ist doch auch wohl jedem jetzt bekannt mittlerweile. Also insofern haben wir natürlich unterschiedliche Herangehensweisen gehabt zu meiner Zeit mit Uli Hoeneß, aber das kann ich Ihnen nicht vorwerfen. Ich war nicht Chef vom FC Bayern München, ich war nur Trainer und ich habe versucht, das Maximale herauszuholen und ich glaube halt schon, dass eben sagen wir, die Tatsache, dass ich mit diesen Spielern, mit dieser Mannschaft das Double verteidigt habe und bisher der Einzige ist, dass das halt sagen wir, eine Auszeichnung für die Art und Weise ist, wie ich gearbeitet habe. Denn was jetzt anschließend gekommen ist oder was jetzt kommt, ist es ja schon wirklich sehr überraschend, dass es keinem Trainer mehr gelungen ist, mit dieser haushohen Überlegenheit von Material das Double nochmal im zweiten Jahr zu gewinnen. Sie sprechen ja die Qualität der Kader an, die man vielleicht jetzt wirklich nicht mehr von damals vergleichen kann. Das meine ich jetzt. Die Konkurrenten vielleicht ein bisschen wettbewerbsfähiger waren. Ja. Man muss sagen, von diesen Spielern, die da auf dem Platz standen, unter ihnen sind ja jetzt zwei Chefs, also sowohl Oliver Kahn als CEO und Hasan Salihamidžić als Sportvorstand, mit dem Sie auch immer, glaube ich, eine sehr, sehr gute Beziehung gepflegt haben. Sie haben ihn auch nach Wolfsburg noch geholt. Wenn man sich jetzt mal dieses Kapitel anschaut, würden Sie sagen, im Nachhinein,
War vielleicht die alte Beziehung da doch so, dass Sie gesagt haben, Sie haben das noch ein bisschen unterschätzt? In welchem Zustand? Ja, jetzt kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Das ist natürlich, sagen wir, die Oberflächlichkeit, mit dem jemand auf eine Situation guckt. Ja, verstehen Sie, Sie sehen immer nur die Fassade und sehen, oh, das sieht gut aus oder schlecht. Ich bin ja das zweite Mal nach Wolfsburg gekommen. Wie gesagt, man hat ja innerhalb von anderthalb Jahren, ich habe den Verein verlassen, da war der Verein deutscher Meister gewesen. Und der Kader war so konzipiert, dass kein Spieler, der eine Rolle gespielt hat in der Mannschaft, wechseln konnte. Also alle hatten Verträge gehabt und dieser Kader wurde dann übernommen. Und innerhalb von anderthalb Jahren hat man aus dem Kader, den ich hinterlassen habe, dann einen Abstiegskandidaten gemacht. Und ich kam ja dann im Februar oder März 2011 wieder nach Wolfsburg. Und da ist natürlich etwas, was ging. Sowas werden auch Sie oder auch Uli Hoeneß nicht innerhalb von drei Monaten wieder korrigieren. Und insofern habe ich da viele, viele Probleme vorgefunden. Unter anderem eben von Spielern wie Diego, der fünf Jahre vorher irgendwann mal in Bremen wirklich sehr gut gespielt hat. Aber zurückzukommen auf Salihamidžić, den Sie dann geholt haben. Warum habe ich den jetzt nie erwähnt? Also, wenn wir also das Kapitel mal sagen, und da zurückkommen, Brazzo wurde halt deswegen geholt, weil keine Spielerpersönlichkeit da war. Das war die Überlegung hinter der Verpflichtung von Brazzo. Dann hatte ich aber, muss ich natürlich dazu sagen, unterschätzt, was es bedeutet, wenn ein Spieler wie Brazzo in Turin, wo er ja damals war, halt nicht mehr spielt. Das heißt, er hat nicht mehr zu dem Kader gehört, die Woche für Woche gefordert wurden in den Meisterschaftsspielen. Genau dasselbe hatte ich ja mit Raoul auf Schalke schon zwei Jahre vorher erlebt. Ich erinnere mich. Das war ein natürlich begnadeter Superspieler, aber der war halt in einem derart schlechten körperlichen Zustand, dass er auch Monate gebraucht hat, um an seine Leistungsgrenze wiederzukommen. Und genau dasselbe ist mir mit Brazzo passiert. Der war halt die ersten Wochen, Monate nicht in der Lage, der Mannschaft oder mir zu helfen, weil er einfach körperlich nicht in der Lage war, das Niveau zu gehen. Und insofern war die Verpflichtung für den Club und für mich dann nicht erfolgreich. Aber das hat mit Brazzo eigentlich nichts zu tun. Wie gesagt, das muss ich mir, ich habe die Verantwortung gehabt, auch dann anlasten, dass ich nicht erkannt habe, dass er aus dem praktisch Status des Ersatzspielers her konditionell nicht auf Bundesliga-Niveau war. Dann halten wir das so fest, Sie haben seine Managerkarriere dadurch beschleunigt, weil danach hat er keinen Verein mehr gehabt und konnte sich dann mehr auf sein nächstes Kapitel konzentrieren. Er war ja alt genug. Eben.